Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Englerland. Da ist es. Englerland. Unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Nordwege. Aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden unter den Füßen. Wir sollten nichts überstürzen. Dieses Gebiet gehört den Sachsen. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Randvi! Die Ruder rein! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter! Ja! Soll dieses bemooste Feenvolk nur kommen und aufbieten, was es hat? Ich bin bereit! Sigurd, wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein, doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den 4 Königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein. Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Seht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune für ihren Gott! Diese Rune ist ein Kreuz, Dark. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an? Wie sonderbar! Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer an Odin, den Einäugigen. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Der Hammer! Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott. Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen. Seht mal, was geht da vor sich? Rituelles Ertränken. Eine Taufe, Dark. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es denn dort etwas, das Reichtümern gleichkäme? Natürlich! Sie formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Dort gibt es viele Schätze. Später, Duck. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Es ist cool, hier so lang zu fahren und diese Panoramasicht, die sie hier anbieten. Na los, haltet die Boote an. Legt da drüben an. Der Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte. Aber vielleicht können wir sie von dem Lager aus lösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Doug, du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? Sowas in der Art. Jetzt seht auf Anhieb. Privat bin ich jetzt hier auch schon. Und da konnte ich nicht raus. Ich konnte weder das Schiff vor- und zurückfahren. Die haben mir mal angeblufft, wo ich hinfahre. Dachte ich dann auch so. Oh, okay. So, muss ich hier? Kann ich hier noch? Habe ich hier eigentlich... Warte mal, ich habe hier noch... Wann kann ich denn das hier eigentlich? Mir fehlen noch 50 Leder. Rabenclan-Mantel? Was ist denn, wie was hier? Rabenclan-Mantel? Wieso habe ich denn den Rabenclan-Mantel an? Was soll denn der Quatsch? Ich krieg hier gleich einen Föhn. Wir hatten das ausgewählt. So, wo wollten wir lang? Hier wollten wir lang. Bartaxt, da will ich hin. So, was haben wir hier? Was kriegen wir hier? Adrenalindränger. Wenn mindestens ein Adrenalinfeld gefüllt ist, erhältst du einen Schadens- und Angriffstempo-Bonus. Der Effekt verstärkt sich mit jedem gefüllten Feld. Wir haben ja was eben. Aber gut zu wissen. Kann ich noch was?
Ich mache erstmal das hier. Level 31. Okay. Privat bin ich, glaube ich, auch so weit. Nee, halt. Hier darf mich niemand sehen. Dann komm mal her. Guter Gott! Was soll die Aufregung? Was passiert denn da? Hä? Jetzt kommen sie wieder hier, oder was? Komm zurück! Gibt es etwa Ärger? Mist, hat vorhin besser funktioniert. Ich höre Taro, bin jetzt da, ne? So. Hey, was? Du stirbst jetzt. Ich lösch dich aus. Na komm schon. Ha! Verdammt. Heb dein Schild. Na guck mal, wie im Film. Die werden ja nicht erstochen, die machen das nur so unterm Arm. Der sieht dann bloß so aus, als wenn sie erstochen wurden. Ist hier noch irgendwie was? Nee, wa? Köcher ist voll. Der achtet nicht auf uns. Die Kette ist riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. So. Nee, mach mal. Flussblockade. So, habt ihr durchgelesen? Titan. Ist hier draußen noch irgendwie was? Ja, guck mal hier. Die anderen Zelte, ist da auch was? Ist da nicht oben noch einer? Nee. Vorhin war da noch einer. Okay, hier haben wir nichts. So, haben wir hier noch was? Die Truhe hier? Kann ich die kaputt machen? Nee. Nee, die können wir nicht kaputt machen. Das ist doch doof. Erledigt. Der Weg ist frei. Die Kette ist weg! Eivor, zurück zum Schiff! Wir sind fast da, sofern es keine weiteren Überraschungen gibt. Sehr gut.
Gute Arbeit, Eivor. Sigurd, lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es half dann, Uba und Iva, den Söhnen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann einfacher Freuden, was, Doug? Sich glücklich schätzen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Doug. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Seht, gleich da vorn. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Granter Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Doug und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Doug, Eivor, zu mir! Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Hey, warte! Erledigen wir sie! Tötet die heidnischen Hunde! Du hast bekommen, was du wolltest. Ich fühle mich wie zu Hause. Wer sind diese Leute? Jetzt geh schon. Scheiße, scheiße, schneller! Du siehst mich nicht, oder? Alter. Alter. Dreckigen Schweine hier, schön dein immer mit. Halt. Nimm das! Ich hau dich in zwei! Wer schießt denn da noch?
Seht euch um, ihr alle! Ich will keine weiteren Überraschungen! Hier bin ich, Eivor! Ja, ja. Wo waren wir? Seht euch um, ihr alle! Ich will keine weiteren Überraschungen! Gut, ich überprüfe das Langhaus. Atmet nicht. Hier, sie haben Ratten gegessen. Das erklärt, warum sie wie Ungeziefer gekämpft haben. Ja, denn wie lange brauchst du denn? Hier ist gleich ein Gespräch, deswegen. Eivor, sieh dir das an. Eine Falle. Vielleicht ist da drin etwas. Ich sehe... Halt! Wer bist du? Gehörst du etwa zu dieser Räuberbande? Sigurd, Dag, hierher! Die Männer hielten Gefangene. Nicht da hochspringen, einfach mal draufhauen. So. Den wollen wir mal, ne? Ihr da, bindet uns los! Lasst uns gehen und wir tun euch nichts! Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dag? Was immer du für das Richtige hältst. Yan Li, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dag. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Cool. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Die anderen sind da. Kommt! Ich habe hier ein gutes Gefühl. Geehrte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Irgendwie läuft das nicht flüssig, obwohl es 60 FPS sind.
Und er nimmt doch auf in 60 FPS, also von daher. Also ich bin der Meinung, das liegt am Videomaterial selber. Wie gesagt, ich finde die Performance hier auch, ist glaube ich nicht richtig abgestimmt. Beim besten Willen. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engla, Nordhümbre und Westsaxe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Gefällt mir. Deine innere Poetin hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Sehr gute Arbeit. Was hast du noch gefunden? Größtenteils Notizen, Teile von Plänen, alte Briefe, Nachrichten auf Runensteinen. Es hat eine Weile gedauert, sie zu entschlüsseln und zusammenzusetzen. So, dann würde ich sagen, watscheln wir mal hier oben weiter. Bartaxt verbessert die Beherrschung von Bartäxten. Plus 5 Betäubung, 1 Tempo, 2 kritische Chance. Sehr gut. So, gefällt mir das. So, was haben wir hier? Krieger Niederschlag. Mit dieser Fertigkeit brechen Pfeile nie ab und können von gefallenen Gegnern zurückgeholt werden. Wir haben bis jetzt immer alle Pfeile wiedergekriegt. Oder waren die Pfeile, waren die jetzt anders? Ist auch ein bisschen seltsamer. So, was haben wir hier noch irgendwie? Ein Feuer, Feuer ist gut. Wären schwer. Klar. So, haben wir hier irgendwas zum. Nee. Gut, achso, ich wollte ja. Wir sind jetzt hier. Hier ist weiter ja noch Schnee. So, wir sollen auf jeden Fall jetzt. Hier einen Raubzug machen oder was sollen wir jetzt machen? Ne, wir sollen erst mit Gunnar reden, ne? Sprich mit Gunnar, dann machen wir das doch. Hier ist ja nichts los hier in dem Nest. Was denn hier? Verzeihung, Dad. Gunnar, wo bist du? 78 Meter in die Richtung. Wir müssen eine Schmiede bauen. Also im Moment muss ich sagen,
Das wird hier besser als Vornberg. Viel besser. Kein schlechter Ort, Ava. Wirklich nicht. Überall Essen. Kann ich dir bei etwas helfen? Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied und zu wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Wasserpferd, auch cool. Da fällt mir ein, ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben. So, Alan Chester oder Kester? Ich weiß ja, der ja nicht, wie das... Mildeburn. Kann er das bestimmt jetzt hier aufmachen, wa? Hier ist ein Kloster. Ist nicht so weit weg von uns. Hefnertrop. Wir haben schon 27 Minuten, aber wir könnten noch einen schnellen Raubzug jetzt machen. Ja, komm, machen wir noch. Hey! Spitz! So, Klosterraubzüge. Plündere schwer bewachte Orte, um an Truhen zu gelangen, die Vorräte und Rohmaterialien beinhalten. Beides wird benötigt, um Gebäude in der Siedlung zu errichten. Der Raubzug gilt als abgeschlossen, sobald alle Schatztruhen in der Nähe geplündert wurden. Die Ohren und hört zu! Zum Wohle unseres Clans sollten wir auf einen Raubzug gehen. Heute rauben wir, morgen bauen wir. Neidlich! Wir werden ihre christlichen... Hier müssen wir an die Ruder. Wie fettes Federvieh! Die Sachsen wissen, dass wir hier sind, Dark. Sie werden ihre Klöster gut bewachen. Ach, mit Priestern und ihren Gebeten würde ich wetten. Mehr Segel! Segel! Singt so. Uns ein Lied. Dann gucken wir mal, wa? Wie das sich anfühlt. Ich hab noch nie gemacht. So weit bin ich privat noch nicht. Okay, das wird unser erstes. Ist das hier raus? Eivor, sieh nur, ein Kloster. Los geht's! Du gibst nur den Befehl. Zur Küste! Nehmt, was ihr kriegen könnt und seid schnell! Oder wir erschlagen jeden Einzelnen und nehmen uns Zeit! Wenn wir so viel Glück haben. Zu den Waffen. Findet die Schätze und nehmt sie mit. Und tötet die Wachen! Ich erwarte kein Paradies. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Folgt mir nach! Alter! Das wirst du büßen! Seid klug! Bringt euch nicht in Gefahr! Der Gott des Todes fährt auf euch herab! So, wo sind die nächsten hier? Wir sind wie Rasende! Fleon! Der
überrumpelt den Hohlkopf. Oh, Alter. Haltet mir den Rücken, Frasi! Das ist schon besser! Folgt mir nach! Du stirbst! Gleich kommt die Axt! Du wirst sühnen! Lasst euch nicht reizen! Ich spieß dich auf! Bleib bei mir! Es ist fast geschafft! Sag hier, du Lump, du! Wir kämpfen hier noch. Wow. Halte dich! Mach deinen letzten Rat! Ja! Geduld! Herrschaft des Todes fährt auf euch herab! So, gehen wir mal rein, wa? Hier ist eine Truhe. Hey, ich schaff das nicht allein. Komm, Doug, helf mit. Das sollte für Gunnar reichen. Aber wenn es mehr gibt, nehmen wir es mit. Das war doch schon mal ganz cool. Das hat mir gefallen. Ich würde auf jeden Fall dann die Schmiede jetzt noch bauen wollen. Hier ist noch mehr. Hey, hierher! Ruhm dem Allvater! Ich beschäftige dich! Schneide dich aus! Es reicht! Stirb! Gott liebt mich! Ja, Gott liebt dich. Los! Hilf mir mal! Gute Worte! Verschwinden wir! Das ist jetzt abgeschlossen, ja? Okay. Wird dir denn gesagt, wann abgeschlossen ist? Sehr gut. Ich muss sagen, der gefällt mir hier. Guck mal, die zerschlagen hier auch so ein bisschen was. Was ist denn da oben? Guck mal, da ist noch ein... Sehr gut. Alter, was sind das jetzt? Kommen da noch welche? Verkleiden? Alter, hier ist noch irgendwas. Untertauchen, ich will doch ja nicht untertauchen. Gahunen, for your relief! Was macht sie jetzt hier? Ach,
Ach, das ist Untertauchen oder. Nee, was? Untertauchen? Hä? Aufzeichnung eines Anwohners. Wohin ich mich auch wende, sehe ich Krankheit. Sie durchströmt das Kloster wie eine Seuche. Ich höre sie stöhnen und jammern. Wir haben die Toten verbrannt aus Angst, dass die ihre Leichen die Erde verderben könnten, in der sie vergraben würden. Gott, steh uns bei. Na, dann nehmen wir mal mit da. Noch ein Gott? Nee. Gut. Ach ja, die reden jetzt hier alle Englisch. So, wo ist denn mein Schiff? Müssen wir jetzt zurück wieder zum Schiff. Falls wir jetzt hier irgendwas übersehen haben, kommen wir später nochmal wieder. So, eigentlich brauche ich nicht zurück. Warte mal. Doch, hier. Wen einfach wieder. Schnellreise zurück. Geben jetzt noch die Materialien hatte und gucken mal, wie das jetzt mit dem Bauen jetzt noch ist. Ich würde das ja jetzt noch machen wollen, auch wenn wir jetzt schon bei 37 Minuten sind. Aber ich habe ja mal in einer Folge gesagt, hier, war das hier oder bei Star Wars? Ach, keine Ahnung. Halbe, dreiviertel Stunde passt immer. So, und dann gucken wir mal, wa? Schon zurück? Mit guten Nachrichten, hoffe ich. Ich denke, wir haben, was wir brauchen. So, dann wollen wir mal... Achso, ich brauche bloß A drücken, ja. Na denn? Komm. Ah, wunderbar, Eivor. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Komm mich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Die Götter lächeln uns heute zu, Eivor. Errichte Gebäude in Hrefnatorp, um Zugang zu Diensten, Siedlern, Quests und mehr zu erhalten. Gehe dafür mit genügend Vorräten und Rohmaterial zu einem Schild. Wenn deine Siedlung wächst, steigt auch ihre Bekanntheit und du schaltest weitere Bauvorhaben frei. Rufe den Raben mit Bla, um alle verfügbaren oder möglichen Dienste zu sehen. Okay. Wir reden noch mit ihm. Warte mal. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Zum nächsten Treffen. So, jetzt. Was tust du hier noch gleich? Komm einfach vorbei, wenn ich deine Waffen und Rüstung verbessern oder verziehen soll. Was kannst du mir heute anbieten? Können wir hier irgendwas aufbauen? Nö. Wir haben nix. Wir haben einfach mal nix. Das kann ich dir besorgen, klar. Wir haben einfach nix. Ich würde zu jedem Zeit, wenn wir hier irgendwie was finden, den Speer so ja noch ausrüsten. Das macht vielleicht Sinn, wenn man... Ich leiste wirklich gute Arbeit. Ich muss los. Bis bald. Mögen sie von deinen Taten singen. Und von meiner Handwerkskunst. Sind noch Pfeile? Alles klar.
Freunde der Sonne, ich würde sagen, an der Stelle mal erstmal Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.